Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha-Klinik. Grüezi miteinander bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Zahnerosion am Zahnschmelz ist eine regelrechte Volkskrankheit geworden. Bald jeder Dritte ist davon betroffen. Es sind säurehaltige Getränke, die das Härte vom Zahn langsam auswäschen. Eine Studie von der Uni Bern hat gezeigt, es sind vor allem Energydrinks à la Red Bull und Co., die am schlimmsten sind. Heute begleiten wir einen Patienten, den Luca Di Giacomo, zum Zahnarzt und zeigen, auf was es darauf ankommt bei der Zahnerosion. Der Luca Di Giacomo trinkt fürs Leben gern süßes Getränk. Von Morgen bis Abend spät sind sie seine Begleiter und das seit Jahren. In der letzten Zeit hat er plötzlich Probleme mit Zahnschmerzen bekommen und das, obwohl es er mit dem Zahnputzen sehr genau nimmt. Beim Zahnputzen hat mir der Zahnhals wehtun. Und dann natürlich auch beim Essen, beim Umkatschen, hast du immer so einen stechenden Schmerz gespürt, der sehr unangenehm ist. Und dann, ja, dann ist der nächste Schritt, ich bin zum Zahnarzt und habe das Problem mal so erzählt. Zahnarztzentrum.ch in der Stadt Zürich am Stadelhofen. Der 28-Jährige lässt sich untersuchen. Ein Blick ins Maul zeigt regelrecht ausgewaschene Zähne. Man sieht, dass an den Oberflächen der Zähne wirklich der Schmelz wie abgefressen ist. Das sind flächige Defekte. Das ist kein Karies, das ist auch nicht durch Bakterien verursacht, sondern es ist wirklich durch die Säure der Schmelz teilweise schon das Dentin abgenutzt. Da sieht man eben ganz deutlich, wie das schon bis ins Dentin sich hineingefressen hat. Und das werden wir jetzt mit Kunststoff abdecken, damit ihm das nicht mehr beim Essen wehtut. Der Professor Lussi, Direktor der Zahnmedizinischen Klinik an der Uni Bern, forscht seit Jahrzehnten zum Thema Zahnerosion und hat dazu schon ganze Bücher publiziert. Offenbar haben heute gut 30% von allen Schweizerinnen und Schweizer Probleme mit Zahnerosion. Da ein paar Beispiele: Zähne, die schon fast durchsichtig sind, ausgewaschene Zähne, die ursprünglich so hoch waren wie die Füllungen. Der Prozess der Erosion dauert über Jahre hinweg. Der Zahnschmelz ist für immer weg. Der Zahn hat ja viel Calcium und Phosphat. Es kommt das Getränk auf den Zahn und dort dank der H+-Ionen, dank der Säureanteil, den Zahn auf auflösen. Das Auflösen macht eine gewisse Neutralisation, der Prozess hört auf. Aber wenn der nächste Schluck kommt, fährt es da vorne an. Und so wird der Zahn quasi schichtweise abgedreht. Das sind nicht Millimeter pro Schluck. Das ist ganz wenig, aber die Summe macht es aus. Besonders schlecht sind Energydrinks wie Red Bull oder isotonische Durstlöscher wie Gatorade. Im Maul kann man sie mit Speichel nur schlecht neutralisieren. Weil diese Getränke oft nur schlückchenweise getrunken werden über lange Dauer, setzt man seine Zähne an einem regelrechten Säurebad aus. Es liegt also auch an den Trinkgewohnheiten und nicht am Getränk allein. Ja, wir haben etwa 90 Getränke untersucht. Vom Wodka Smirnoff, zum Coca-Cola, zum Red Bull, zum Joghurt, zum Hagebuttentee, der auch erosiv ist, zum Mineralwasser, das nichts macht, wo hingegen Mineralwasser mit Zitronengeschmack viel macht. Es gibt eine Rangliste, man muss aber vorsichtig sein. Der Patient ist auch wichtig. Etwas, was ganz schlimm ist, aber in einem Zug abgetrunken wird, macht nichts. Etwas, was weniger schlimm ist im Labor, aber schluckweise getrunken wird, macht mehr. Gründe für Zahnerosion sind verschieden. Es sind vor allem Softgetränke wie Red Bull, Orangina und viele andere, die den Zähnen besonders schaden. Aber es können auch Früchte sein, Eistee oder essighaltige Speisen. Ein weiterer Grund ist Reflux, übersetzt mit Sodbrennen. Die Magensäure macht die Zähne auch kaputt. Und Bulimie, wer häufig muss erbrechen, macht die Zähne so richtig kaputt. Unser Patient, der Gianluca, muss jetzt seine Zähne flicken lassen, einen teuren Posten für einen Aussendienstmitarbeiter. Doch was kann man machen, um vorbeugen oder wenn man so ein Problem schon hat? Und natürlich gucken, dass man das Ganze wieder ein bisschen ausgleicht. Eben nachdem man säurehaltige Lebensmittel oder Getränke zu sich genommen hat, mit Wasser spülen oder mit fluoridhaltiger Lösung spülen, eben Mundspüllösung, Zahnpflege, Kaugummis, zuckerfrei natürlich,
das alles verhindert, dass der Zahnschmelz so angegriffen wird. Inzwischen gibt es auch spezielle Zahnspülung und Zahnpasta, die mit Zink recht gut gegen Zahnerosion schützen. Der Luca trinkt auch mitten in der Nacht mal ein Sinalco vom Kühlschrank. Das ist besonders schlecht, weil in der Nacht hat man noch weniger Speichel zum Neutralisieren. Doch jetzt will er seine Gewohnheiten ändern. Aber auf jeden Fall nach dieser Behandlung werde ich mich an der Nase nehmen. Und wird das ändern, wird wenn ich etwas Süßes trinke, dann mit Wasser nachspülen oder mit einer Mundspülung das Ganze neutralisieren. Ein Schluck Wasser nach dem Süßen, das ist der erste Schritt dazu. Das wäre es von Checkup, das Gesundheitsmagazin. Haben Sie noch Fragen zum Thema Zahnerosion? Unsere Experten finden Sie auf unserer Homepage unter www.checkuptv.ch. Auf Wiedersehen miteinander! Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.